me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can... Du hast also die Tomate bei der Pflege abgebrochen. Und es ist auch noch deine Lieblingstomate. In diesem Video zeigen wir dir zwei Methoden, wie du sie trotzdem retten kannst. Und bei der zweiten Methode gibt es auch noch zwei Möglichkeiten. Außerdem erzählen wir dir, warum in unseren Videos immer so viele junge Damen zu sehen sind und warum die auch noch alle so gut aussehen. Viel Spaß dabei! Moin, hier ist Tim vom Kleverhof. Zwei einfache Methoden, um die Tomate zu retten, und eine der Methoden wird dich überraschen. Und gerade für diese Methode ist es wichtig, dass du jetzt einmal in Panik gerätst. Tja, die erste Methode funktioniert eben nur, wenn die Schnittstelle noch frisch ist. Du solltest dich also beeilen. Und je dünner der Trieb ist, desto höher die Erfolgsrate. Und wie du gesehen hast, haben wir schon mal eine recht kräftige Tomate abgebrochen. Und die auch noch mit einer Blütenrispe. Um es nochmal ganz schwierig zu machen. Das ist eine Fleischtomate. Die Sorte heißt Blue Beauty. Das hier ist Veredelungsmaterial für Auberginen und Tomaten. Und das hier ist Veredelungsmaterial für Gurken. Du siehst also schon, worauf die erste Methode hinausläuft. In unserer Gärtnerei, da ziehen wir einfach die Schublade auf und holen einfach mal ein Veredelungsset raus. Das geht bei dir zu Hause leider nicht. Und deshalb haben wir auch so eine dicke Tomate abgebrochen. Denn da funktionieren unsere Veredelungssets überhaupt nicht, weil die viel zu klein sind. Wir entscheiden uns in diesem Fall für ein Veredelungsset aus ökologischem Papierklebeband. Das bekommst du in jedem Baumarkt. Du kannst auch anderes Klebeband nehmen. Und hier nochmal die Blütenrispe. Tja, wir schauen mal, ob wir da Tomaten dran bekommen. Füge nun die beiden Tomatenteile wieder möglichst genau zusammen und wickel einfach das Klebeband darum. Fixiere beide Teile gut, denn sie dürfen die ersten Tage nicht bewegt werden. So sieht das Ganze von dichten aus. Und das kannst du auch machen, ohne irgendwelches Spezialwerkzeug. So sieht das Ganze ein paar Tage später aus. Da ist unsere Blütenrispe. Und hier sind die unteren Blätter. Die sind alle ein bisschen schlapp. Oben ist das noch fresh. Mal sehen, wie lange noch. So, hier ist die Veredelungsstelle. Gut 2,5 Wochen später. Und im Vergleich zu der Nachbartomate, die gleiche Sorte, ist sie schon ein bisschen kleiner und dünner im Wuchs. Die schlappen Blätter sind alle vertrocknet, wie man hier sieht. Und die können wir auch jetzt abbrechen. Und oben sieht das sehr gut aus, da ist alles knackig. Wieder die bandagierte Stelle und hier die Überraschung. Schaut euch mal diese tollen Tomaten an der geretteten Rispe an. Das hat sich ja deutlich gelohnt. Die Tomatenpflanze ist etwas kleiner als ihre Blue Beauty Nachbarn. Und der Wuchs ist etwas spärlicher. Die Rispenbildung ist auch nicht ganz so üppig. Wir schauen mal, was wir so Ende Juli noch alles ernten. Die erste Rispe direkt über der bandagierten Stelle ist abgeerntet und die zweite Rispe trägt auch wunderbar Tomaten. Der Ertrag war etwas mehr als die Hälfte, als wir von den anderen Blue Beauty Tomaten bekommen haben.
So, und nun, wie versprochen, erzählen wir euch alles über unsere jungen Damen in den Videos. Es gibt zwei Gründe, warum ihr mich im Video eigentlich nie seht. Der erste Grund ist, wir betreiben auf unserem Hof keinen Personenkult. Hier arbeiten viele Menschen und jeder trägt seinen Teil zum Erfolg bei. Das ist nicht nur einer. Und für den zweiten Grund habe ich mal einen richtig alten Film rausgekramt. Da seht ihr mich an der Tomate arbeiten und reden. Und ich habe mich so oft verhaspelt, dass 4 Tomaten abgebrochen werden mussten. Und mit dem Ergebnis war ich auch nicht richtig zufrieden. Der beste deutsche Tomatenzüchter zeigt uns jetzt, wie man professionell eine Tomate ausgeizt. Ich demonstriere Ihnen mal jetzt, wie man mal richtig ausgeizt. Dieser Trieb soll raus. Hier ist unser Haupttrieb. Den leiten wir nach oben. Dazu nehmen wir den Stamm, den Hauptstamm, zwischen 2 Fingern und brechen mit dem anderen Finger den Trieb einfach ab. Beim jetzigen Format filmen wir die Sequenzen und ich bespreche das später am Computer in Ruhe. Die Akteure in den Videos kommen aus unserem Freundeskreis, Bekanntenkreis, aus der Nachbarschaft oder durch ein Praktikum zu uns. Manchmal verbringen die auch ihre Freizeit hier bei uns auf dem Hof. Ist nämlich ganz nett hier. Meistens frage ich, ob sie Lust haben, aber es ist auch schon vorgekommen, dass sie auf mich zugekommen sind. Und warum jetzt so viele junge Damen? Junge Menschen sind eher bereit, vor die Kamera zu gehen als ältere Menschen. Und Frauen auch eher als Männer. Und warum sehen die nun alle so gut aus? Nun, die stylen sich für die Aufnahmen. Und das siehst du im Film auch recht deutlich. Ich finde, das kommt unheimlich gut rüber. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unseren Akteuren bedanken. Ich habe mit allen, die jetzt nicht mehr dabei sind, immer noch sehr guten Kontakt. Oder ich weiß zumindest, was sie machen. Nun aber wieder zurück zur abgebrochenen Tomate. Wir stellen euch die zweite Methode vor. Die Bruchstelle ist schon ein paar Tage alt und richtig schön trocken. Da kommst du mit der Veredelungsmethode leider nicht weiter. Wir haben den abgebrochenen Trieb mal in ein Wasserglas gestellt und nach ein paar Tagen kommen da auch Wurzeln dran. Das haben wir in die Erde gesteckt, wo noch Platz war im Gewächshaus. Das war jetzt Anfang Juli und die erste Rispe ist auch vertrocknet. Die Pflanze hat sich dann irgendwann gut entwickelt, aber die Fleischtomaten an den anderen Rispen sind nicht mehr reif geworden. Das geht auch mit Geiztrieben. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dann schreib unten in die Kommentarleiste, wann du das gemacht hast, was für Tomaten das waren und welchen Ertrag du gehabt hast. Wir würden uns sehr freuen darüber. Bei der abgebrochenen Tomate im Gewächshaus, da schau dir einfach mal an, ob da noch irgendwelche Seitentriebe sind, die du eventuell nach oben ziehen kannst. Der erste hier, den wir entdecken, der ist ein bisschen klein. Vielleicht kommt da noch ein größerer. Und tatsächlich, da ist noch einer. Den hier, den musst du jetzt nach oben ziehen. Das wäre dein neuer Haupttrieb. Und wenn da kein Trieb mehr ist, den du hochziehen kannst, dann sieht das in etwa so aus. Die bestehenden Früchte können jetzt noch reifen und dann kannst du sie auch rausnehmen, die Tomate. Im letzten Video ging das um Saatkorntiefen, um Keimung, um die frühe Jungpflanzenphase. Das alles mit Lichtfaktoren. Und hier ein kleines Update. Aus der Tiefe von 40 mm ist am 12. Juni tatsächlich noch eine Tomate gekeimt. Wenn dich der Film interessiert, ist oben verlinkt. Ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen und senden ganz liebe Grüße vom kompletten Kleberhof-Team. Jung wie alt. Bis zum nächsten Mal.